mit Vergnügen tun würdet. Dieser Ort heißt Crystal River und liegt in Florida. Nirgendwo sonst auf der Welt kann man so viele Lamantine auf einmal sehen wie hier. Jeden Winter kommen zwischen 500 und 1000 harmlose Dickerchen hierher, um sich von warmem Wasser verwöhnen zu lassen. Man darf diese empfindlichen Tiere zwar nicht anfassen, aber wenn man an sie vorsichtig herankommt, kann man so eine romantische Szene beobachten. Die Lamantine sind sehr lieb. Kein Wunder, dass sogar Hunde von ihnen begeistert sind. Übrigens, wundert es euch nicht, einen Hund auf einem Surfbrett zu sehen? Und was sagt ihr dazu? Dieser Vierbeiner fühlt sich im Wasser sicherer als viele von uns. Die Firma Purina veranstaltet jährlich einen Wettbewerb für fellnäsige Sportler und das schon seit über 40 Jahren. Die Vierbeiner treten in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an, darunter im Surfen. Dieser Hund kommt bestimmt nicht zum ersten Mal hierher und scheint riesen Spaß zu haben. Drückt den Gefällt-mir-Button, wenn ihr sie ein wenig beneidet. Nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, so ein Wochenende zu verbringen. Apropos Surfen, was war die größte Welle, auf der ihr geritten seid? Dem deutschen Sportler Sebastian Streutner ist es mal gelungen, eine 26,2 Meter hohe Welle zu bezwingen. Und wenn ihr glaubt, dass nur ein Tsunami solche Wellen auslösen könnte, seht euch diese Aufnahmen aus Portugal an. Genau hier, in der portugiesischen Küstenstadt Nazaré, bilden sich derartige Monsterwellen. Es liegt in einem riesigen Unterwasser-Canyon, der bei Nazaré auf die Küste trifft. Über ihm laufen die hereinkommenden Wellen schneller als über dem flacheren Festlandsockel. Also nur ein Fehler und man bleibt für immer in Portugal. Ein extremeres Surfen kann man sich gar nicht vorstellen. Die Frau würde dieser These allerdings nicht zustimmen. Erstaunlicherweise wird diese Winteraktivität immer populärer. Stellt euch nur vor, wie es sich anfühlen muss. Das eiskalte Wasser, der eiskalte Wind und das inmitten von Eis. Es ist was ganz anderes als Hawaii, wo man mit Badeshorts und einem Pina Colada in der Hand am Strand chillen kann. Wer es aber nicht so extrem mag, kann Kitesurfen lernen. Da muss man weder den Wellen nachjagen, noch in einem Gummianzug vor Kälte zittern. Steigen wir auf dieses Ungetüm um. Ich weigere mich nämlich, mit einem kleineren Schiff zum nächsten Strand in unserer Liste zu kommen. Dieser liegt in Brasil. Stellt euch vor, man planscht entspannt im warmen Wasser, genießt die Aussicht und bemerkt plötzlich so etwas. Das sind unglaublich flinke und gleichzeitig gierige Piranhas. In einem Monat wurden hier über 70 Menschen von diesen fleischfressenden Fischen verletzt. Und das, obwohl überall Warnschilder aufgestellt sind. Auch wenn an diesem Strand keine Fälle registriert wurden, in denen ein Badegast von Piranhas zu Tode gebissen worden wäre, sollte man sein Glück trotzdem nicht herausfordern. Wenn man von den gefährlichsten Stränden der Welt spricht, kommt man nicht darum herum, Australien zu erwähnen. Die vermeintlich harmlosen Gewässer vor dem Sandstrand Cable Beach bergen ein gruseliges Geheimnis. Und das, obwohl Strände nicht zum natürlichen Lebensraum von Krokodilen gehören. Und trotzdem lassen sie sich hier ziemlich oft blicken. Stellt euch vor, wie es wäre, so einer Gruppe von Strandbesuchern zu begegnen. Sowas kann schnell die ganze Urlaubsstimmung vermiesen, oder? Es wäre noch verrückter, sich für den südafrikanischen Ort Fishhoek als Urlaubsort zu entscheiden. Das ist nämlich der Strand mit den häufigsten Haiattacken weltweit. Obwohl die südafrikanischen Behörden Unterwassernetze spannen ließen, bieten sie Touristen und Einheimischen trotzdem keinen hundertprozentigen Schutz vor Haien. Hier werden Dutzende Haiangriffe pro Jahr registriert.
Während an manchen Stränden Haie massenhaft Badegäste angreifen, versucht man an anderen, wie etwa hier, einen Hai zu retten. Allerdings ist es kein blutgieriger weißer Hai, sondern ein praktisch harmloser Walhai, der im seichten Küstengewässer festsaß und erst dank diesen netten Leuten in seinen natürlichen Lebensraum zurückkehren konnte. Ein Urlaub auf einer paradiesischen Insel, wie man ihn sich vorstellt. Und wie er in der Realität aussehen kann. Die letzteren Bilder sind nicht an einem Fluss in irgendeiner Industriestadt entstanden, sondern auf Bali während der Hochsaison. Leider treten in dieser Region manchmal Probleme mit dem Sammeln von Müll auf, sodass dieser im Ozean landet. An einem Wochenende wurden hier 90 Tonnen Plastikmüll gesammelt. Menschen tragen allein die Verantwortung dafür, aber ich schlage vor, ein andermal hierher vorbeizuschauen. Zumal sogar die Ferkel sich einen anderen Urlaubsort ausgesucht haben, nämlich die Bahamas. Auch wenn ihr schon mal schwimmende Schweine gesehen habt, wo sonst bekommt ihr ein Schwein, ein Huhn und einen Rochen an einem Ort zu sehen? Auf den ersten Blick sieht diese Seeufer in Österreich wie jedes andere aus. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um etwas Einmaliges. Es existiert und existiert zugleich nicht. Im Herbst und Winter ist es ein ganz normaler Park. Aber mit dem Einsetzen der Schneeschmelze auf den Bergen füllt er sich mit glasklarem Quellwasser bis zu einem Höchststand von 12 Metern. Bei einer Erkundungstour bei hohem Wasserstand entdeckt man versunkene Sträucher, Tische, Brücken sowie Sitzbänke und man kommt sich vor wie in Bikini Bottom. Bevor wir auf den nächsten Strand zu sprechen kommen, müssen wir einen kleinen Trick machen. Alles in Ordnung. Wir mussten nur ein wenig im Sand wühlen, um Tierchen zu finden, die nur darauf warten, dass ihr euch darauf legt. Das sind hunderte, nein, tausende Sandflöhe. An den Stränden von Südostasien wimmelt es von ihnen. Die gute Nachricht aber ist, dass fast alle Sandflohenarten harmlos sind. Die schlechte, es gibt eine Sandflohenart, die ihre Eier unter menschliche Haut ablegt. Wenn das so eine ist, dann könnte man aus solchen Eiern ein Spiegelei machen. Möchtet ihr wissen, wer unter eurem Liegestuhl haust? Wenn man ein bisschen tiefer gräbt, findet man so ein Kerlchen. Wenigstens ist es keine Schlange, sondern nur ein Wurm, auch wenn er eine beachtliche Größe von bis zu 3 Metern erreichen kann. Allerdings kommt er nur mit dem Kopf an die Oberfläche, um ein bisschen Algen zu fressen, beziehungsweise ein Stück von einem toten Oktopus und einem toten Fisch abzubeißen. Passt also auf, dass eure Füße nicht nach Meeresdelikatessen riechen. Es graust einem bei dem Gedanken, dass an diesem Strand gleich ein Monster an die Oberfläche kommen könnte. Es ist Zeit, etwas Spaß zu haben. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen dieser Drachen gehabt. Er wäre wahrscheinlich bis zu diesem Ort geflogen. Wir sind auf der Insel Fuerteventura. Hier wird das internationale Drachenfestival ausgetragen, das einst als Hobby einer Gruppe von Enthusiasten begann. Mittlerweile werden solche Prachtexemplare aus aller Welt hierher gebracht. Schreibt mal bitte in die Kommentare, welcher Drache euch am besten gefallen hat. Lasst uns unseren Strandspaziergang beenden und aufs Meer hinausfahren. Okay, wir bleiben an Land, um uns dieses Meisterwerk anzusehen.
Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Fantasie, Geduld und Zeit es braucht, um so ein detailreiches Bild zu zeichnen? Und andere Künstler bauen indessen solche Sandschlösser, die ihren Namen völlig gerecht werden, und stellen Weltrekorde auf. Dieses hier ist zum Beispiel ganze 12,6 Meter hoch. Allerdings hat es ernsthafte Konkurrenz, was die Detailliertheit angeht. Wer seine Fähigkeiten als Strandbildhauer unter Beweis stellen möchte, kann im Rahmen spezieller Wettbewerbe, die an verschiedenen Stränden der Welt stattfinden, Schlösser und Figuren aus Sand bauen. Es dürfen keine Baugeräte genutzt werden. Jedes Kunstwerk muss per Hand angefertigt werden. Wenn man es nicht weiß, fällt es einem echt schwer zu glauben, dass die Skulpturen nicht aus einem festen, sondern aus einem lockeren Material gemacht sind. Es ist traurig zu wissen, dass all diese wunderschönen Kreationen nur für kurze Zeit bestehen und bald wieder im Nichts verschwinden. Lasst uns also lieber die Zerstörung dieser Skulptur aus Sand, Erde und Steinen anschauen. Das ist kein trauriger, sondern ein ziemlich beängstigender Anblick. Wir kommen nicht zufällig an Bord eines Luftkissenboots der US Navy. Damit fahren wir zum nächsten Strand, der ausschließlich dank dem US-Militär in diesem Video gelandet ist. Genau gesagt wegen den Kernwaffentests, die Mitte des 20. Jahrhunderts in diesem malerischen Ort stattgefunden haben. Lasst euch von der traumhaften Landschaft nicht täuschen. Dieser Strand gehörte zu den gefährlichsten der Welt, da er radioaktiv kontaminiert ist. Es liegt daran, dass das Bikini-Atoll eines der ersten Testgebiete war, auf dem innerhalb von 12 Jahren über 65 Tests von Wasserstoff und Atombomben durchgeführt wurden. Selbstverständlich ist es hier bis heute strikt verboten, hier zu baden und sich sogar länger aufzuhalten. Aber wie überall finden sich auch in dieser Gegend ein paar Draufgänger, die sich nichts vorschreiben lassen. Dieses Leuchten lässt irgendwie auch an einen Atomreaktor denken und verheißt auf den ersten Blick nichts Gutes. Doch zum Glück ist es nichts weiter als Biolumineszenz. Es ist ein faszinierendes Naturphänomen, das in manchen Gewässern auf unserem Planeten zu beobachten ist. Wir landen an der nächsten Küste, um uns dort auf die Suche nach etwas Wertvollem zu begeben. Es besteht wirklich eine Chance, reich zu werden. Dieser Kerl zum Beispiel fand am Strand eine Goldkette. Hier liegt einfach eine Goldkette, Bruder. Hä? Warum ist die so voll? Boah, ey Bruder, wo kommst du denn her? Allerdings zusammen mit deren Besitzer. Und dieser, das Erbrochene eines Wals. Er hatte wesentlich mehr Glück, da hält er 320.000 US-Dollar in der Hand. Ihr wisst vielleicht, dass Ambra in teuren Parfüms verwendet wird. Es entsteht bei der Nahrungsaufnahme von Pottwalen und besteht aus unverdaulichen Teilen wie Schnäbeln von Tintenfischen. Normalerweise sind solche Klumpen viel kleiner, aber dieser hier wiegt knapp 100 Kilogramm. Was denkt ihr, wie viele Flakons Chanel daraus machen wird, wo er auf so eine Summe geschätzt wurde?
Kaum jemand assoziiert so etwas mit Meeresgarben. Doch genau so eine Überraschung hat das Meer den Bewohnern der friesischen Inseln eines Tages bereitet. Der Inhalt von 270 Containern wurde an der niederländischen Küste angespült, nachdem sie sich bei einem Sturm von einem Frachter gelöst haben. Ein Rekordfall. Von wegen Gaben, wird der eine oder andere von euch sagen. Das ist doch fremdes Eigentum. Nun, nach dem holländischen Gesetz darf man Strandgut behalten. Von daher ist es wohl überflüssig zu sagen, wie viele Schatzsucher all die neuen Möbel, Fernsehgeräte und vor allem die tausenden Spielfiguren der Marke My Little Pony auf den Plan riefen.